Moin und willkommen zur vierten Folge von der Booster Battle Series gegen Barry. Es sieht richtig scheiße aus. Ich bin 3-0 hinten nach drei Parts. Das ist sehr, sehr scheiße tatsächlich. Ich merke einfach, wie mich jeden Part die Karten bumsen, die ich halt nicht bekommen habe, wie halt eben die verräterischen Schwerter etc. Heute ist Pharaoh's Servant dran, was bedeutet, ich muss heute einfach wirklich gut ziehen, sonst sieht das wirklich ein bisschen scheiße aus. Ich hoffe, das passt alles so. Ja, 24 Packs, ich muss jetzt was Gutes ziehen. Hier ist unter anderem Jinzo drin, was ganz cool wäre. Ich bin aber einfach mal gespannt, was ich kriege. Ich will jetzt einfach Good Stuff haben und den brauche ich jetzt halt auch wirklich. Deswegen lädt es ein bisschen länger. Force Requisition. Ich ein paar Sachen noch gar nicht. Ground Collapse. Der Boy, okay, da muss ich überhaupt nur mal gucken, was da noch alles drin ist. Pharaoh's Servant habe ich gar nicht mehr im Kopf. Fun Fact, ich habe noch einen Super Rare Gear Freed tatsächlich aus Pharaoh's Servant. Was auch ganz cool ist. Gravity Bind. Das ist so ein Bullshit, die Karte. Einfach Level 4 oder höher könnte ich mal anfangen und ich habe ein bisschen das Gefühl, ich werde Barry hoffentlich so. Cold Wave auch so strong, ne? Cold Wave auch so strong. Bis heute ja banned. Kalte Welle. Ist ja, glaube ich, einfach keine Zauberkarten mehr bis zum Ende des nächsten Spielzugs oder so aktivieren, ne? Magic Drain, Insektenbarriere. Ja, natürlich noch ein paar Insekten. Das heißt, eigentlich will man jetzt tatsächlich ein paar Karten ziehen, ne? Die Level 3 sind. Deswegen habe ich auch unter anderem einen Zombie aufbewahrt, damit ich zumindest ein Level 3 mit 1,5 habe, der angreifen kann, um zu gucken, was wir noch alles haben. Hayabusa-Ritter kann jetzt. Sword Hunter kann halt gut kommen tatsächlich. Drillbug. Das Ding mit 275, okay. Wäre übrigens cooler, wenn der Three-Headed Guido einfach auch ein Stufe 3 Monster wäre. Ich lade ja auch gerade nebenher noch den Part 2 hoch. Jetzt nehme ich gerade schon Part 4 auf, deswegen lädt es auch gerade ein bisschen länger. Verzauberter Speer. Cyber Falcon. Ich finde die Karte cool, auch wenn sie jetzt nicht so nice ist. Bisher haben wir noch nichts Krasses gezogen. Bisher haben wir leider noch nichts Krasses gezogen. Appropriate and Rare. Gradius. Die Karte war irgendwie auch, das hat ein komplettes Thema. Gradius ist doch auch, glaube ich, aus einem Konami-Franchise, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche, ne? Okay, wir haben einen Jinzo. Wir haben einen Jinzo und das ist sehr cool. Secret Jinzo. Super wichtig. Der Rest ist mir gar nicht mehr so wichtig, aber ich habe auf jeden Fall einen Jinzo. Das ist richtig strong. Ihr müsst aber bedenken, der hat Prohibition und Buster Blader auch nochmal. Buster Blader kann auch gut kommen. Und Sky Scout nochmal ein 1,8er. Oder der Harpienbruder für die ganz Alten. Sehr cool. Jinzo hat damals tatsächlich den herbeigerufenen Totenkopf ersetzt. Obwohl der herbeigerufene Totenkopf einfach 100 mehr Attack-Punkte hat auf einen Tributmonster. Einfach weil Jinzo mit Fallenkarten einfach aufruft. Und Morphing Chart 2. Und Light of Intervention, you know, ich finde die gar nicht bad. Ich glaube, weil Barry hat viele Flip-Effekte mit seinen Monstern, ich finde es, glaube ich, gar nicht mal bad, dass er die nicht mehr setzen kann. Das wäre eigentlich Imperial Order. Oh mein fucking Gott. Und nochmal ein Light, das ist eigentlich ganz nice. Ich glaube, ich kann da wirklich ein Deck bauen, was Barry vielleicht echt ein bisschen abfucken könnte. Ich kann seine Zauberkarten einfach annullieren, noch ein Morphing Char und Fiend Mega Cyber, auch super gut. Und noch ein Sky Scout. DNA Search. Boah, sagt ihr DNA Operation und Insektenbarriere? Das ist schon funny. Oh, Parasite. Sonst ist nichts mehr groß drin, aber Jinzo ist. Das sind ein paar gute Karten. Ist jetzt Order auch gezogen. Also Imperial Order, die einzige Karte, die nach ihrem Erratum wieder gedingst wurde. Wieder gebannt wurde. Das ist, was man sich damals gedacht hat. Konami, at its best. Okay, wir schauen mal weiter. Ja, Shallow Grave, okay. All-Seeing Tiger. Seven Completed braucht man nicht unbedingt. Bisschen nice Stuff is safe by. Da haben wir doch schon nicen. Nobleman of Crossout. Super gut. Tatsächlich gerade gegen Barry wäre das richtig gut. Deswegen wird der safe wahrscheinlich sogar reinkommen. Mad Sword Beast finde ich auch gar nicht bad. Wobei ja das Problem ist, dass die meisten Death Monster von Barry halt einfach mehr Defensivpunkte haben. Monster Recovery. Warum ist das eine Rare überhaupt? Nochmal ein Sword Hunter. Time Seal, aber ja, die ganze Zeit mit Yatagarasu, als Konami dachte, das wäre ultra OP. Nochmal Magic Drain.
Forstort, Ladybug of Doom, noch eine Cold Wave von uns, Sky Scout ist halt auch nice. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall ganz viele 1-8er im Attack. Was halt super nice sein kann. Noch ein Morphing Chart, jetzt haben wir einen dritten Morphing Chart tatsächlich. Nochmal ein Time Seal. Jetzt haben wir noch Shift, da war jetzt nichts dabei. Deep Sea Warrior, noch eine Insektenbarriere. Flippen. Magical Heads ist eigentlich ganz cool. Hat auch immer im Anime anders funktioniert. Also eine typische Yugi-Karte. Nochmal das Beast. Ja, da war jetzt nix. Komm schon. Ich lerne hier auch so viele neue Karten, kenne ich noch nie. Man wusste dieses 5 Dings mit 1,9 Attack. Dimension Hole, Light Surgery haben wir jetzt auch nochmal. Hier nur 1000. Noch eine DNA Surgery. Wenn ich die dreimal habe, bin ich echt im Überlegen, ob ich das mache. Insektbarriere haben wir jetzt nämlich dreimal. Ground Collapse. So, ich glaube, letztes Pack. Und wir haben nochmal Gravitation. Fliegender Kamakiri nochmal. Ich glaube, wir haben tatsächlich dreimal DNA-Digitation vor allem. DNA-Operation haben wir jetzt, glaube ich, zweimal und Insektenbarriere dreimal. Ich bin echt ein bisschen überlegen, ob ich das tatsächlich pull gegen Baryon, ob ich es mal probiere. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf jeden Fall, dann, wenn ich mein Deck gebaut habe. Da sind wir jetzt beim Deck. Ja, und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Ich habe sehr lange nachgedacht. Wir können die erstmal noch rüberpacken, weil warum sind die überhaupt hier? Es war super schwierig, was ich alles reinpacke. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter runter cutten, aber ich bin jetzt bei 45 angekommen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch cutten soll. Denn ich finde an ja, der Stelle eigentlich alles relativ wichtig. Wir haben nach wie vor Baby, müssen wir auch spielen. Dementsprechend behalte ich auch mein Red Eyes natürlich. Ich habe Blue Eyes Inside gepackt und habe Buster Blader reingepackt, denn das Ding ist, Buster Blader, wenn der aufs Feld kommt, ist der von Natur aus stärker als sein Dark Magician um 100 Punkte. Und wenn ein Blue Eyes auf dem Feld liegt bei ihm, ist durch seinen Effekt Buster Blader halt auch stärker als der Blue Eyes. Und dementsprechend ist Buster Blader halt immer besser als der Blue Eyes. Und deswegen nehme ich den einfach. Ich nehme den Buster Blader mit rein, außerdem hat er einen coolen Namen. Deswegen, ja, ist halt nur ein bisschen nervig gegenüber seinen Drachen. Und er hat ja auch nochmal Trihorn Dragon. Kein Plan, ob er den noch behalten möchte, aber dagegen haben wir den auch noch. Natürlich kommt Jinzo rein. Jinzo, ein Tribut, 2-4 Attack, super strong. Ich hoffe so sehr, dass er den nicht gezogen hat. Denn das wäre kacke. Ich will nicht, dass Barry auch einen Jinzo hat. Ich hoffe wirklich, er hat keinen Jinzo gezogen. Aber ja, negiert Fallen ist halt super gut. Natürlich auch meine eigenen, aber es ist mir worth. Spielen wir natürlich. Und der Mega Cyber ist halt, wenn der Gegner zwei Monster hat, ist er for free. Einfach nur special. Ich nehme dann auf jeden Fall auch mal mit. Jiragumo habe ich rund auf 2 gecuttet. Die andere Jiragumo ist noch unten im Side. Zweimal reicht eigentlich genau wie Dark Elf. Hatte ich ja eh nur zweimal. Einfach nur, dass ich die Optionen noch habe. Seven Colored Fish bleibt, der hat auch nochmal 200 mehr Death als der Sky Scout, deswegen bleibt er auf jeden Fall drin. Und das ist auch das letzte Vanilla-Monster neben meinem Raiders, was überhaupt jetzt noch so im Deck ist. Denn wir haben 4 rausgecuttet. Wir haben nämlich alle 2000 Death-Monster rausgecuttet, weil die ab dem Zeitpunkt einfach nicht mehr so viel bringen, muss ich wirklich sagen. Wir haben noch die Hexe, natürlich, die searcht alles von der Defensive. Das Geile ist, die Hexe searcht halt auch einfach Jinzo, den Mega-Cyber, was halt einfach nach wie vor ziemlich geil ist. Hain ist halt einfach nach wie vor eine gute Karte. Bounced einfach. Magician of Faith. Wir haben so viele starke Zauberkarten. Keine Ahnung, Confiscation, Forceful Sentry, Snatch Steel, Cold Wave jetzt inzwischen auch. Nobleman of Crossout, natürlich behalten wir den. Meine ganzen Floater wollte ich auch behalten, denn die kommen halt einfach wieder und bringen mir neue Monster aufs Feld, mit denen ich dann potenziell so ein bisschen in meine Tributmonster gehen kann. Natürlich behalte ich die, machen dann nochmal ein bisschen Damage, die geben mir Life Points zurück. Der floatet, oder der floatet quasi in Dark Monster mit 1500 weniger Attack, was halt mein Baby sein kann. Das kann die Hexe sein, ein Germ sein, oder halt so eine Cyberdose bringt jetzt eher weniger oder sowas, aber trotzdem. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Cyberdose bleibt nach wie vor, ist einfach ein guter Boardwipe, da wir ja sowas wie Rageki oder Schwarzes Loch nicht haben, was Barry auch hat. Dann haben wir einmal Bubonic Vermin,
Das ist einfach auch nochmal ein Floater, weil der Special hat einen anderen aus dem Deck und das ist halt ganz geil, weil ich dann, ja, wenn ich da einen liegen habe, dann kann ich drei Attacks vom Gegner quasi negaten damit und dünnt mein Deck auch nochmal ein bisschen dann aus, was dann auch nochmal ganz gut kommen kann. Aber ich brauche halt einfach Fodder für meine Tributmonster. Four-Start Ladybug of Doom. Barry hat einfach noch sehr viele, Level 4er und damit kann ich die halt potenziell alle loswerden. Gerade sowas, wenn dann Giragumo liegt und er rennt da rein, dann sind die halt einfach alle weg, was halt geil ist. Morphing Shard 2. Den nehmen wir auch mit, denn der, ja, shuffelt einfach alles vom Deck quasi, oder vom, man fällt wieder ins Deck, was halt auch gut kommen kann. Und dann davon ein paar Karten ziehen, beziehungsweise sind die halt auf dem Friedhof, aber man kriegt ein bisschen neues Board. Und vor allem, wenn der da einfach reinrennt, mir reicht der einmal und wenn er dann ein volles Feld hat, dann ist sein Feld halt weg. Spalt bleibt nach wie vor, es hat immer noch eine Removal-Karte, die ich habe. Überläufer bleibt natürlich. Ich habe auch mal meine zwei Ausrüstungszauberkarten behalten, weil ich will meine Monster eventuell noch ein bisschen stärker machen. Damit halt zum Beispiel auch ein Jinzo dann über ein Blue Eyes drüber kommt, als Beispiel. Confiscation bleibt, Force of Sentry bleibt, Snatch Steal, muss ich glaube ich nichts zu sagen, die sind aus gutem Grund gebannt. Cold Wave haben wir ja zweimal gezogen, war ja auch glaube ich nur eine Common tatsächlich, aber halt einfach, dass der Gegner keine Zauberkarten aktivieren kann, ich meine ich auch nicht. Und ich muss sie halt am Anfang meiner Main Phase aktivieren. Das heißt, ich kann in dem Zug auch keine Zauberkarten aktivieren. Aber es kann halt wirklich ganz gut kommen. Nobleman of Crossout ist halt gut, wenn ich zum Beispiel Hain damit treffe. Dann muss er alle anderen Hains quasi auch noch banishen. Was halt gut ist, einfach gegen seine ganzen Flip-Monster tatsächlich. Dann haben wir Imperial Order. Einfach auch, um seine scheiß Zauberkarten zu negaten. Ich meine, ich muss jetzt jede Runde 700 Life Points zahlen. Denn früher war die Karte, by the way, falls ihr es nicht wusstet, optional. Was bedeutet, ihr habt Imperial Order am Anfang des Gegners, ihr habt es im eigenen Turn gesettet und habt am Anfang des Gegner-Turns quasi aktiviert. Der Gegner konnte in seinem Turn keine Zauberkarten nutzen und am Anfang eurer Standby-Phase werdet ihr gefragt, ob ihr die Life Points zahlen möchtet. Und ihr konntet einfach nö sagen und dann wurde die Karte zerstört und ihr konntet wieder Zauberkarten nutzen. Das ist jetzt nicht mehr so. Das Erratum war quasi, dass du diese 700 Life Points zahlen musst. Du kannst dich nicht mehr entscheiden. Und ja, die Karte ist wieder gebannt geworden. Wer hätte damit gerechnet? Halleluja. Das ist wahrscheinlich das schwächste Erratum, was sie jemals eine Karte bekommen hat. Und wie gesagt, die Karte war erlaubt. Dann war sie verboten. Dann kam sie zurück mit Erratum und wurde trotz Erratum wieder verboten. Da wisst ihr, was Bescheid ist. Die wird wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr zurückkommen. Magic Drain ist einfach ist eine Konterfalle, die halt ganz nice ist und Zauberkarten annulliert, weil Barry hat ja wie gesagt gute Zauberkarten und er kann zwar die Aktivierung von Magic Drain negieren, indem er halt einfach eine andere Karte abwirft, aber dann muss er halt auch eine andere Karte abwerfen, deswegen spielen wir die dreimal und wir spielen auch nochmal tatsächlich Light of Intervention, einfach weil er dann keine Flip-Monster nutzen kann, weil die halt einfach alle offen hingelegt werden müssen und das ist auch ganz gut, weil klar, ich habe auch so ein paar Flip-Monster, prinzipiell aber nur meine Jars und halt mein Bubonic-Dings da und halt, ja, ich meine, ich habe auch ein paar hier so, aber ehrlich gesagt will ich lieber, dass er seine Flip-Monster nicht nutzen kann, weil das fuckt mich wirklich ab. Extra ist geblieben, da hat sich nichts getan. Blue Eyes ist wie gesagt im Side. Polymerisation ist immer noch drin. Remove Trap ist jetzt wahrscheinlich zum letzten Mal im Side, weil nur falls er hier die Gravity-Karte spielt, dass nur noch Monster der Stufe 3 oder niedriger angreifen können. Keine Lust drauf, aber kann er halt potenziell ja machen und deswegen schauen wir dann einfach mal. Wir haben ein paar Monster, die dann zwar noch angreifen können, die wir auch ein bisschen verstärken können, aber ja. Ring des Magnetismus immer noch, falls ich irgendwann mal ein Monster habe, was nicht durch Kampf zerstört werden kann, falls ich das bekommen kann. Irgendwann müsste doch hier der Reaper of the Spirit, wie der heißt, da kommen. Wäre eine Möglichkeit. Upstart bleibt erstmal drin, weil die Möglichkeit ist einfach immer noch da. Ich habe lange überlegt, ob ich den Abend Ninja noch drin lasse, aber der zerstört halt eine Zauberkarte und ich habe jetzt, glaube ich, erstmal genug Möglichkeiten, Zauberkarten so ein bisschen auch von ihm zu nerven. Da ist noch eine Giragumo. Die Giant Red ist drin als potenziell noch ein Floater. Ich habe Aquamadur mal in Zeit gepackt, falls ich ihn brauchen sollte. Ich habe auch zweimal Bodeneinsturz jetzt tatsächlich drin. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das im Main lasse. Am Ende war es so ein bisschen, lasse ich Light of Intervention oder Bodeneinsturz und im Endeffekt habe ich jetzt tatsächlich Light of Intervention gelassen und Bodeneinsturz nochmal in Zeit und der Cannon Soldier ist da immer noch drin, falls wir dann irgendwann mal die Loops bekommen und ich ein bisschen damit nerven kann. Aber ja, das ist quasi mein Deck, was ich jetzt in Runde 4 gegen Barry spiele und ich hoffe, langsam kriegen wir mal einen Sieg. Diese Zauberkarten, die er hat, so gerade das schwarzes Loch und zweimal die Schwerter und dadurch, dass er, glaube ich, ein Playset Hain hat, das ist einfach super nervig. Und deswegen war es ein bisschen schwierig. Ich muss halt langsam echt mal gewinnen. Dementsprechend hoffen wir einfach, dass es was wird. Wir sehen uns jetzt gleich im Kampf oder im Match gegen Barry.
Alright, guys. Diener des Atemlul. Nee, Pharaoh Servant. Ja, ein sehr interessantes Set. Ihr habt die Puls von beiden hoffentlich gesehen. Denkt dran, ihr könnt pausieren und rübergehen, bevor ihr ins Duell geht. Und ja, ich fand sie sehr interessant, die Puls. Steffen scheinbar auch. Ich gehe mal first und das sieht auch schon sehr, sehr interessant aus. Not gonna lie. Weißt du was, dein Opening letztes Mal hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mach mal. Oh, sympathisch. Ja, sehr sympathisch, ja. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit einer Cold Wave erstmal an. Mhm. Und dann gehen wir doch einfach mal mit 1-8 rein, würde ich sagen. Ist doch ein guter Anfang, kann man machen, oder? Mhm, ja, Imagine den gepult haben. Ist ja nur eine Kamme, ne? Ach ja. Ja, schön, dass du darfst auch nichts mehr setzen. Ja, ja, das wollte ich gerade noch mal gucken. Ich war mir nämlich gerade nicht mehr ganz sicher, ob ich es richtig gelesen habe. Ist nicht tragisch, aber ich habe keinen Bock, dass du jetzt schon Schwerter oder sowas. Go. Okay, I guess, dann machen wir das so. Mhm. Ich set mal und dann rennen wir nochmal. Also entweder planst du gerade irgendwas oder du brickst gerade richtig heftig. Keine Angst, der Gorse wäre schon mal auf den ersten Attack gekommen. Ja, ja. Hm. Oh, ich merke gerade, ich habe die falsche Karte gesettet. Ja, es sieht gerade ein bisschen. Nehme ich. Ich brauche einen Sieg. Gib doch einfach mal Sieg her. Ja, ich muss jetzt irgendwas machen, keine Ahnung. Ja. Bevor der Kollege mich komplett zerfleischt. Ach, you know what? Nö. Weißt aber, die ist nicht mehr optional, ne? Ich weiß. Aber das Ding ist, du hast stärkere Zauberkarten als ich. Nope, über Läufer und Snatch Deal würden ja, wir was aber anderes. Du hast genug, was noch ein bisschen nervt. Also, ja, kann ich sehen, aber jetzt habe ich sogar eine Chance. So, jetzt gucken wir erstmal kurz. Achso, das stimmt, funktioniert warte mal. Ebenfalls nicht. Ah, oh Mann, jetzt habe ich es voll vergessen. Okay, warte mal. Wir setzen das. Und dann pullen wir den hier mal. Das machen wir mal ein bisschen lustig. Boah, das finde ich gar nicht geil. Oh, da ist ein netter Stuffball. Da machen wir so. Da machen wir so. Da machen wir so. Die Tomate, ein Gierfried, Hain. Hm. Unter anderen Conditions wäre das cool. So, Tomate. Interessant. Ist die Frage, wer wo? Tomate, Gierfried und Hain. Mhm. Als allererstes pullen wir aber, glaube ich, erstmal den. Aber Imperial hier. Order, Secret Rare, not bad, not bad. Hätte gerne. Nee. Ah, oh, keine. Okay, kriege ich nicht. Aber okay, ich krieg den Search immer hin. Der ist auch auf Longtime richtig, richtig strong. Ja, alleine den zu specialen kann so geil sein. Auch Synchro-Zeitalter kommt der richtig, richtig gut. Einfach zwei Empfänger drauf und gib ihm. You know what? Willst du mich verarschen? Ich hab auch Jinzo gezogen. Ey. So, ja. Dann gucken wir mal. Komm schon, gib mir Zahl. Zahl die Hälfte, zahl Ach, sie. Mann. Yes! Leben ist kacke, dann will ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit Dark Elf reingehen, glaube ich, für 1000. Warum denn nicht? Das muss mir jetzt aber erklären. Warte mal, da liegt eine Tomate und ein Hain. Das ist korrekt. Das Ding ist, ich versuch's, komm, Hain, gib mir Hain. Ah, okay. Weil kein Bock, dass du den einfach flippst. Ja, gebe ich den wieder auf die Hand zurück. Und damit du gleich nichts zum Jinzo opfern hast, verabschiedest du dich jetzt auch noch hiervon. Achso, okay. So. Ich glaube, du musst auch in meiner Stamper festzahlen, ne? Jupp. Yep. Damit habe ich dich actually, glaube ich. Ah, hast du das Feuer oder was? Ah, nee, warte, stimmt. Das Feuer könnte ich nicht aktivieren. Stimmt. Ich merke gerade, es war eigentlich ziemlich dumm, dass ich so viele Life Points gezahlt habe. Die 1000, also legitim, ich bin hardcore bricked. Ja, nee, understandable. Das war dumm gespielt. Aber es muss auch sagen, ich komme mit Order auch null klar. Oh, stimmt, ich kann sie nicht zahlen. Oh, ich bin behindert. Nein, warum habe ich nicht Karten gesettet? Close one. Oh.
Das war so ein richtiger Kaiba-Move. Nein! Das Ding ist nur tatsächlich. Also ich hasse dich by the way jetzt schon, ne? Okay, es wird immer schlimmer, ich hasse dich. Okay, komm schon. Imperial Order und Jinzo, ja moin. Ich hab voll vergessen, dass ich dachte gerade, ich muss die Life-Points zahlen, aber jo, ergibt Sinn. Ja, du wirst es eh machen müssen, aber hier. Welche willst du abwerfen? Ja, nee. Finde ich jetzt nicht so lustig. Das ist gut, ich hol mir mal auf jeden Fall Jinzo vor, ne? Und set dich 2 und ein Monster und du bist 550. Okay, wir pullen jetzt glaube ich mal. Ich meine, müssen wir. Ich glaube, dann müssen wir erstmal beenden. Die Schwerter, das ist halt das Nervige. Deswegen war ich froh, dass ich Imperial Order gezogen hatte. Normal Tomate. Battle Face. Das ist okay, das dünnt ein bisschen mein Deck aus. Jo. Und dafür ist es ja ein da einfach, dass ich Fodder für meine Tributmonster bekomme. Jinzo Imperial Order, ey. Boah. Kirai Gumo. Ja, okay, da kann jemand wieder seinen Goblin aktivieren, hä? Ja, bringt ja viel unter Jinzo. Aber actually, machen wir jetzt mal was Cooles. Ich opfere meine beiden Monster für Gors. Mm. Dann kommt der Nuzzler. Ja, RIP, dann ist Sad Life. Okay, schade. Aber close. Ja, es sind halt wieder die Schwerter, die kosten mich halt jedes verkackte Match. Ja. Dass ich diese Kackschwerter nicht gezogen habe, fickt mich ungemein. Aber du hast Magic Drain aus der Folge schon mal und du hast auch Abend Ninja. Aber holy moly, die ersten beiden Runden dachte ich mir, ach du Scheiße. Okay. Oh, gibt nichts zu sein. Ich habe tatsächlich ein bisschen gesided. Und oh, du bist what? First. Ja. Ich. Du ekliger. So, holen wir erstmal den und dann machen wir den hier. Du ekliger. Oh nö. Oh doch. Oh nö. Jetzt muss ich richtig spielen. Okay, fuck. Ich will nicht 0-4 gehen. Okay. Das war okay. Das war Zeit für mich. So, dann Floater Beatdown. Infest 2. Set 1 Pass. Komm schon. Das ist fein. Hol erstmal wieder eine Cold Wave. Das ist actually in Ordnung. Und dann setten wir. Was hast du eigentlich abgeworfen? Ach, weißt du noch früher, als die Hexe auch noch generell nur hieß, wenn sie auf den Friedhof gelegt wird und nicht vom Spielfeld? Ja, vor allen Dingen, sie hat ja das Errata bekommen, dass man die Karte im selben Zug nicht mehr verwenden kann. Ja, genau wie Sanga. Nur früher mussten die einfach nur auf den Friedhof gelegt werden. Deswegen war das ja so krass mit, hier. Oh, okay. Die Tante, komm. Oh. Aha, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Den mag ich nicht. Okay, dann willst du es nicht riskieren. Das gehe ich nicht ein. Okay, komm. Wir machen erstmal Confiscation. Ja, ist okay. Ja, easy. Ja. Kann leider nicht mehr machen. Freut mich zu hören. Brauche ein Monster! Bitte! Battleface. Es ist gar nicht so klug anzugreifen, aber. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf deiner Seite dünne ich dein Deck aus, auf der anderen Seite war das jetzt dein letzter. Oh, und in dem Game Stand, so dumm es klingt, ist es tatsächlich der Play. Bitte davor nicht. Komm schon, bitte nicht. Tails. Ah, oh, shit! Okay. Ah, shit! Komm, ich brauche irgendein Monster, bitte. Set Pass. Bitte, komm schon. Oh mein Gott, Alter. Was ist das? The
Das ist noch ich habe so viele Monster. Ich habe sogar Karten. Ich habe sogar rein theoretisch noch mehr Monster mehr als letzten Turn. Komm schon, ich will jetzt nicht wieder so heftig auf die Schnauze kriegen. Ich hasse dieses Spiel langsam. Ich glaube, ich breche das Format einfach ab. Gar keinen Bock mehr. Bitte nicht. Wenigstens hab da nicht recht. Ach, sad. Okay. Ja. I guess. Immerhin das. Irgendwie habe ich Angst, dass das ein Cyberjar oder irgend so eine Scheiße ist. Das wäre eine deiner Comeback-Karten. Ja, Battleface, komm. Nicht ganz. Ja. Eine Tomate und ein Sangan. Puh, ja. Dann. Ein Fest 2. Come on, bitte. Oh, hi, Tryhorn Dragon. Na, wenn ich jetzt kein fucking Monster. Ich brauche irgendein fucking Monster. Ich hol mir wieder eine Tomate. Deine. Ach, komm schon. Okay. Boah. Ist immer noch Tryhorn Dragon drin, ist auch krass. Ja, Schwarzer Magier hat es tatsächlich ins Side-Deck geschafft. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Oh, komm schon, keine. Die Götter wollen aber auch, dass es jetzt gerade... Ach du Scheiße. Okay. Keine Monster. Okay. Oh, Scheiße. Also, du kannst eh nicht mehr. Ja, das... Manifest 2. Dann auf jeden Fall eine Forceful. Na, ich werfe erstmal selber eine ab. Ist okay. So. Immer die. Ja. Gab's nur eine richtige Wahl eigentlich. Oh boy. Schon 4000 Schaden, aber da liegen so nervige Fallen. Ist nicht falsch. Normal Tomate. Nassler. Know what? So. In wen rennst du rein? Ich glaube, das war der Fisch. Die wurden gemischelt. Ah, true. Memphis 2. Noch ein Set. Deine. Ja. Oh boy. Das ist gerade einfach noch in einem Leben halten. Gar nicht mal so geil. Ja, welche Karte könntest du da nur nehmen? Ja, da weiß ich zumindest. Ich habe eine Vermutung, was eine andere sein könnte, aber... Ah, scheiße. Was ist noch eine... Ah, die gesetteten Nerven halt auch. Dein Glück ist, ich habe Tremendous Fire nicht mehr in meinem Cardpool. Die ist jetzt komplett rausgeflogen. Das ist doch schön. Hm. Ich habe halt keinen Bock, in die scheiß Tomate so reinzurennen. Okay. Das ist worth 100%. Ich wusste von der... Naja, ich habe jetzt dreimal in den Duell aktiviert. Nee, ist okay. Okay, gut. Will meinen Keim behalten. Dann beide Handkarten weg. Ja, ich weiß, was du nimmst. Ah, wobei stimmt der ist, ey.
Ich bin aber jetzt auch verdächtig low, ey. Ich wollte auch sagen, da muss ich den Fisch doch mal hätten. Ich ziehe aber auch gerade keine krassen Monster, mit denen ich da irgendwie richtig drüber rennen konnte. Und ich wollte es bei dem Live-Point-Stand nicht riskieren, meinen Fisch zu flippen. Verständlich. Oh nein. Oh nee. Ah, was würde ich jetzt für Hinotama tun? Wäre Game für dich. Das ist zwar auch nur noch 200, aber wäre Game. Wenn alles so klappen würde. Okay, das nenne ich doch mal ein Top-Deck. Oh ja. Was macht Top-Deck hier? Gutes Meme. Gucken wir mal, was du da Schönes hast. Okay. Ah. Boah, nee. Ja, Digga. Ich muss ein paar Life-Points recoveren, okay? Ja, zu schwerer Gumo. Das ist jetzt natürlich ja, kacke. Der ist noch free zu nehmen. Ah, Gott. Das Duell ist ja wirklich noch giga offen. Du hast halt wieder mehr Karten im Deck als ich. Ja, ja, ich glaube nicht, dass sowieso. Es so weit bis zum Deckout kommt, aber das Problem ist, wenn du den keinen kaputt machst, du musst mich fast in dem Turn dann finishen. Falls du irgendeine Scheiße hast, ich bin auch low mittlerweile. Das ist, oh, es ist. Ich muss auch sagen, mit Morphing Charm und Cyber Charm, ich hatte echt lucky Draws. Die haben es mir halt gesaved. Und ich kann schon mal sagen, Morphing Charm nicht unbedingt, den habe ich dreimal. Aber die normalen Morphing Jars hast du dreimal. Also, ne, halt den ich vorher aktiviert habe, müsste zweier sein, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, weil der normale ist ja auf 1 in unserem Format. Das ist ja auch der die Hand nimmt. Boah. Nee. Mach mal nicht. Das Gute ist, ich krieg halt. Oh. Problematisch okay. Wird's halt, wenn Dings kommen. Okay, ich hab's aber tatsächlich. Oh, Dark Hole. Oh ne, Pot, okay. Yes. Ja, okay. Das ist so zum Kotzen. Diese Zauberkarten von dir, das ist halt, dass ich nichts davon gezogen habe, ist halt einfach so unfassbar scheiße. Jupp. Ja, oh es boy, ist zum Kotzen. Diese Karten brechen mir halt jedes verfickte Match immer wieder das Genick, ne? Obwohl ich sagen muss, die Duelle waren jetzt beide close, ne? Na, es geht. Es geht. Also es gab schon definitiv closere. Also das, ja. Das wie gesagt, das ist, finde ich persönlich, ein bisschen zum Kotzen. Ja, aber deine Puls von der Folge, gigastrong. Ja, wenn sie dann ein bisschen mehr gemacht hätten. Ja, das stimmt. Du hattest eine Witch, aber keinen Sangha, ne? Ja, ich hab nur eine Witch. Kannst du wenigstens Shin so searchen. So, wo ist denn dein das Wheel? War ja leider ein 2-0. Ja. Das bedeutet, wir machen 3-3, 2-2-1, ne? 2-2-1, ja. So. Und ich muss das Wheeler mal einblenden bei mir. So. Und dann darfst du es auch nochmal sehen. So. Dann bin ich mal gespannt, was es wird. Bist du drin? Jo. Dann wollen wir mal. Let's go. Komm schon. Keine Ahnung, gib mir 3 im Extra-Deck oder gib mir generell das Extra-Deck, es juckt mich nicht. Wieder 2. Okay. Dann muss ich mal eben schnell wieder den Bums eröffnen. So. Und Fenster wechseln. Also 2 Schwerter, das sackt so krass. Das ist richtig. Ja, selbe Spiel wie immer. Und es ist Zeit. Tatsächlich das Zeit, ja. Dann schauen wir doch mal. Hier, damit du es auch mal siehst. Was packe ich aus dem Side? By the way, hier, guck mal, das hatte ich noch im Main, weil ich keinen Bock auf deine Dings hatte. Ach du Scheiße. Denn jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, dein größtes Verhängnis, die Folge war 45 Karten.
Also, ich wusste nicht, was ich noch cutten soll. Ich war am Überlegen, aber dann dachte ich. Du hast selbst fucking Buster Blader? Ja, den habe ich auch gezogen, denn den habe ich auch reingepackt für Blue Eyes, weil der kommt halt immer über dein Blue Eyes und der ist von Natur aus auch stärker als dein. Du. Moment, what? Du hast Jinzo Imperial Order Buster Blader? Alter Schwede. Also ich wurde wieder getauntet. Ich habe es ja vor der Folge schon angeteased. Ich habe zweimal Imperial Order gezogen. Und das war's. Also der Gierfried Super Rare finde ich auch noch in Ordnung. Aber ansonsten... Ja. Also ich verabschiede mich auf jeden Fall jetzt mal von der Falle entfernen. Brauche ich nicht mehr. Echt? Na gut, es spielt keiner von uns Gravity Bind. Das ist fair. Ja, und du hast einen Jinzo. Und du hast einen Jinzo. Du hast immerhin auch Imperial Order gezogen. Ja. Und, Und Adlige der Auslöschung. Eieieiei. Ja, den hast du vorher sogar abgeworfen. Ja, mit. True. Ja, da habe ich gar nicht drauf reagiert. Eieiei. Ja, fuck it, ich werde glaube ich denken. Ich will die mal noch behalten, die können ganz funny sein. Ich habe sie auf 1 behalten, aber ich fühle die nicht so. Die. Card Advantage technisch. Ich glaube, es wäre sogar ein Aquamador. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ja, ich finde die auch gerade dazu. Den Cannon Soldier will ich eigentlich auch noch behalten. Da kann man theoretisch coole Sachen machen, wenn Magical Scientist kommt. Ja, ich pack noch einen Aquamador weg. Ja. So, aber ja, dann sind wir am Ende. 4-0 für dich. Find ein bisschen kacke. Ja. Schwarzes Loch einfach, die Schwerter, ich weine einfach sehr. Ja. Bin sehr gespannt, wie es in der nächsten Folge wird. Ich glaube, das kann ich nicht mehr lange aufrechterhalten. Ja, hoffen wir mal, am Ende gibst du dieses scheiß Ding 26-0 und dann? Niemals. Also spätestens nächste Ära werde ich so auf Swag gehen, wenn es dann zu Helden und Crystal Beast geht. Das wirst du schon sehen und die Zuschauer auch. Ja. War du bei den auch gezogen, weil der auch echt strong gegen dich ist? Ja, den habe ich auch einmal gesaved. Dein Deck hat leider diese kleinen Floater. Ja. Und den hatte ich, by the way, vorhin set, als ich das Hole geschmissen habe. Okay. Ja. Ja, alright. Das war die Folge. Und nächsten Montag geht's weiter. Danke fürs Zusehen und tschüss. Das hat sich sehr motiviert angehört, dabei sollte ich ja nicht der sein, der so motiviert ist, aber ja. Ja, es zieht mich selbst ein bisschen runter. Ich weiß, wie das ist. Ich spiele ja solche Formate und es kann an der Moral kratzen, aber das Comeback ist real. Ich schwör's dir, du hast richtig geile Power-Spells. Ich werd im nächsten Ding so oder so auf 40 Karten runtergehen und dann fick mein Leben. Ja. Ich passe da rein, aber bis dann. Und tschüss.